Da bin ich wieder. Ich versuche immer so nach einer Stunde kurz neue Aufnahmen anzumachen, weil dann ist das später einfacher mit dem Schneiden als Rendern, als wenn ich dann eine, weiß ich nicht, wie viele Stunden lange Aufnahme habe. Das dauert dann ewig. Dann. Das ist für mich einfacher und ich kann auch zwischendurch dann eben mal was trinken. So, weiter geht's. Das kann nicht meine Barrechnung sein. Ich esse auch immer nur für nur die Beilagennüsse. Das sind zwar Beilagen, aber sie sind nicht kostenlos. Kann ich hier irgendwas machen? Ach, ich hätte hier den Mr. Zahn hinbringen müssen wahrscheinlich. Ja, ist ja gut. Oh, separé. Ich muss doch sehr bitten, wir haben ein Date. Ach, was soll das noch? Es ist ein Desaster. Die Tentakel waren zäh, unsere Seealgen-Eiscreme war geschmolzen. Kann dieses Date ja noch schlimmer werden? Ich gehe lieber wieder. Jo. Was mich aber noch interessiert, in dem Level davor, nenne ich es mal, gab es ja immer diese Erschütterung und diese Vibration. Das hat sich noch nicht aufgeklärt, was das war. Was ist denn hier los? Kämpfen die? Ja. Monströser Fight. Okay, hat der den umgeboxt? Ich pette einfach nur so. Ich weiß es nicht. Ich bin die Seemannsliedsängerin der Bucht. Meine neueste Komposition ist gerade fertig. Sie muss perfekt sein, bevor ich sie mit anderen teile. Möchtest du sie hören? Oh, sieh nur über den Wellen. Eine Möwe schwebt zu den wässrigen Höhlen. Sieh gen Himmel, das Sturmgewimmel. Es ist entzweit durch das Sturmgeleit. Wir sind von schlechten Omen umwoben. Um am Himmel schwebt ein Albatros droben. Die Götter rumoren tief im Meer. Dagegen setzen wir uns kreativ zur Wehr. Tätowierungen und Bilder, Fotos und Hüte bieten sie an im Austausch für Güte. Meeresvolk der Bucht, hör auf mich, denn mein Rat, der spricht für sich. Monster und Dämonen, Beben und Orkane, alles geht vorüber mit dem Gesänge der Wale. Ich hoffe, dir gefällt das Lied. Meine Bedeutung könnte unsere Stadt retten. Seine Bedeutung könnte unsere Stadt. Ja, ist ja gut. Wahrscheinlich hätte ich das jetzt singen müssen, aber nein. Okay, was ist das? Eine Quetschkommode, ein Klavier. Ach, guck mal, hier kann ich durchrollen. Yay! Was ist denn hier los? Ich sollte meine Freundin Mr. Zahn treffen, aber sie ist spät dran. Ja, ich habe sie verloren. Vielleicht hat sie sich verirrt. Das passiert ihr ständig. Könntest du sie für mich suchen? Nein. Sie liebt den Strand. Ja, genau. Warte, ich gehe jetzt hier den ganzen Weg zurück. Nope. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Freund Hasi. Oh, was ist denn hier? Hallo. Endlich treffen wir uns. Lass mich in deine Zukunft sehen, Iota. In dir steckt eine große Geschichte. Du hast es bis hierher geschafft, doch nicht jeder war so erfolgreich. Fragst dich, wo wir sind? Sogport, ein geheimnisvolles Eiland, fern von der Welt. Wer weiß, was hier ans Ufer gespült wurde. Die Insel zittert bis ins Innerste der Felsen. Es rumpelt tief in ihrem Bauch. Du musst dich auf die andere Seite begeben und die Quelle ergründen. Ich könnte dir mehr verraten. Aber wo bliebe da der Spaß? Iota, enthülle das Rätsel von Sogport. Stelle dich seinen Gefahren und ich bringe dich wieder auf Kurs. Jetzt geh. Das Rätsel von Sogport.
So, erstmal. Okay, erstmal kühles Blondes. Hallo? Da sitzt einer. Hat der was zu sagen? Nein. Der wartet wahrscheinlich auf die Bedienung. Also, wir sind ja in der Taverne. Wenn wir jetzt hier hinten rausgehen, ist das quasi der Biergarten. Yeah. Biergarten. Lesezeichen. Da hinten. Oh. Karussell. Kann ich auch so rumlaufen? Konfetti. Das gleiche nochmal hier. Ja. Oh, das ist ein Geschenk. Da möchte ich dann doch hin. Geronimo! Hier, 1 von 6. Ahoi in der Kluft. Dort tummeln sich albtraumhafte Monster und ich soll eine Warnung für das Meervolk anfertigen. Das Problem ist aber, dass mir der Mut fehlt, sie anzusehen. Daher kann ich das Schild nicht fertigstellen. Was glaubst du, wie ihre unheimlichen Augen aussehen? Kreiere gruselige Augen. Gruselige Augen. Ein gruseliges Auge. Also am gruseligsten ist doch ein Auge, wenn es einfach nur weiß ist, würde ich sagen. Und noch irgendwie eine Augenbraue drüber. Ja. Wir machen einfach ein weißes Auge. Das ist doch schon am gruseligsten eigentlich. Kann ich das jetzt noch irgendwie platzieren? Nein. Gruselige, weiße, tote Augen. Meinst du, kannst noch ein besseres Abbild dieser dämonischen Augen herbekommen? Nein. Ah, komm schon. Unterwegs zu den Fischköpfen im Labor? Nicht jeder von Meervolk vertraut ihnen, aber mir ist das egal. Natürlich musstest du es zuerst lebendig auf die andere Seite der Kluft schaffen. Das ist ein gefährlicher Ort. Mach deine kleinen Beine am besten bereit, so zu laufen, wie ein Lachs flussaufwärts schwimmt. Alles klar, dann mache ich jetzt mal hier den Lachs. Oh, das sieht schon gruselig aus. Totenkopf! Ah! Wie eine Geisterbahn. Ich habe ja solche Angst. Das war schon. Und wieder denken wir an unseren Freund, Klein Hasi. Hasi. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Yeah! Easy going! Nein! Hä?
Sehr gut. Geh doch. Was ist das denn? Der ist schlimmer als die Schnipsel. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, rennen. Was? Ich bin jetzt gerade etwas überfragt hier. Hallo? Warum was zum Werfen, glaube ich? Das ist es nicht. Nein. Hä? Das geht auch nicht. Ach, ich muss mich hier hinstellen, damit er das hier durchwirft wahrscheinlich. Ja, Kleber. Wo ist denn dieser Trommel? Da ist er. So, clever. Warum? Boah, Junge, was ist denn da los? So, Anlauf. Ja. So. Warum? Der schießt mich jetzt über hier. Am besten, es gibt jetzt noch 18 von den Viechern. Na! Gott, ey, warum? Okay, ich glaube, hier kam dieses Erdbeben sehr schön zurück. Ein bisschen Eile geboten. Ich weiß nicht wohin. Hallo? Hier rüber? Sollte nicht hier unten sein. Ah, nein. Ich sehe nichts. Jetzt wüsste, wo der ist. Der Weg. Das verstehe ich ja, aber ich verstehe nicht. Ich hab's. Jetzt muss ich doch ausrollen hier. Warum rollt sich das nicht aus? Ah, fuck.
muss da hoch, aber es geht nicht. Warum rollt sich das hier nicht aus? Jetzt rollen sich die Dinger aus, willst du mich verarschen? Okay, ich spring da jetzt mal nicht rein. Das war nicht so clever. Boah, es... Ah, Mann, ey! Diese Hektik hier. Junge, Junge, Junge. Ah. Ah. Okay, da sollte ich nicht runter. Fug. Ich muss mich davon konzentrieren, ey. Obwohl das einfach nur so ein scheiß Schnipselspiel ist. Bastel. Ah. Und schon wieder so ein Ding hier, ey. Nein, das ist nicht cool. Jetzt wird nichts mehr. Ich komm nicht da hoch. Nee. Mann, ey, der... Fuck. Ja, kommt du. Ich spring irgendwie zu weit, das ist irgendwie voll der Murks. Mann, ey, das kann doch nicht mal ernst sein. Das mal vorher gewusst. Ah, ey, der Boden. Yay, noch weiter unten. Noch weiter nach unten. Yeah. Wird das nie was. Ich muss immer noch zu dem Loch im Himmel und ich fall immer weiter nach unten. Oh, jetzt noch mehr von diesen komischen Viechern. Das Katzen oder? Ach komm, ey. Wenn ich jetzt wüsste, was ich hier. Kann ich hier hoch? Ah. Okay, jetzt bin ich schon hier oben. Sehr gut. Warum auch immer. Nee, 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 nee. Kann ich hier fotografieren? Rosa. So. Ja, komm, werf hier drauf. Was passiert dann doch, oder? Okay, das funktioniert nicht. Nimm den Stein nicht. Warum?
der Stein. Muss er hier? Hallo, einmal hier hinwerfen, bitte. Schön. Ich weiß nicht warum. Was muss ich jetzt hier machen? So, da hinten an den Klebestreifen hoch muss ich den vielleicht irgendwie ablenken. Hier, hole. Nehmen das nochmal und. Yeah! Moment. Voll das Gerippe hier. Ey, wie viele von diesen bekannten Viechern gibt's denn, ey? Oh, dieser Stress! Ich kann gar nicht reden. Warum muss das Spiel doch noch so herausfordernd werden? Ich hab gedacht, ich bin da ruckzuck durch. Ja. Gar nicht hoch. Ab zu der nächsten Katze hier. Okay, ich glaube, die Pfeile zeigen ja nach da. Oh, okay. Oh, Junge, ey, wie. Ich hab's jetzt gemacht. Ja, komm, dann werf mal hier hin. Okay, ich muss aber jetzt auch irgendwie. Okay. Hallo. Hier bitte einmal. Oh, ich dachte, ich bin durch, also noch mehr Viecher. Ich dreh am Kabel hier, ey. Ja. Bitte hoch damit. Lalalalalala. Oh, da. Was? So, runter, hoch. Hallo, runter. Werfen die jetzt wieder mit irgendwas die Viecher? Ich hoffe nicht. Oh, so, hier. Dankeschön. Speicherpunkt. Ich finde, ich werde hier doch ganz schön gehetzt schon. Schon wieder irgendwo runterfallen. Ah, lauf! Nein! Hat er den Part jetzt wieder übersprungen, oder? Jetzt sind die Chance geklappt. Ich glaube, der Tempel hat wieder übersprungen.
Ja, da ist ja noch einer. Ah, nein. Ja, wie soll ich denn? Was soll ich denn? Hallo, was soll ich denn hier machen? Kann ich durchrollen oder was? Bin ich dann schneller? Ah. Keep on rolling. Ah, sie werden durch das Tor brechen. Okay, was soll ich jetzt machen? Puh, beachte ihn nicht, das Tor ist ziemlich sicher. Und Wendigos sind nicht so gefährlich, wie sie aussehen. Trotzdem sollte man keine unnötigen Verletzungen riskieren. Nicht einmal im Namen der Wissenschaft. Okay. Das war's. Heilige Makrele. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Okay, und immer wieder. Der Stress ist vorbei. Wir denken an unseren kleinen Freund Hasi. Und hier ist das Lesezeichen fürs Labor. Ich werfe einmal kurz einen Blick. 27% leck mich am Arsch. Ja. Was nun? Gehe durch die Kluft. Okay, Viertel von dem Spiel haben wir schon durch. Ich glaube, ich habe mittlerweile 4,5 Stunden schon aufgenommen. Dann werden das locker um 16 Stunden. Aldo Belli. Das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so lang geht. Wir haben dich erwartet, Entdecker. Unser Spitzendenker wollen ihre Funde mit dir teilen. Allen voran die Chefwissenschaftlerin. Wir haben viele Daten über das Loch im Himmel gesammelt. Die werden dich sicherlich interessieren. Geh rein und sprich mit dem Empfang. Ja, dann machen wir das nochmal. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Sehr hübsch. Sie ist einfach fantastisch, nicht wahr? Ich möchte nicht einfach nur wie sie sein. Ich will sie sein. Okay. Dann musst du sie häuten und ihre Haut anziehen. Nein, natürlich nicht. So, hallo. Bist du der umschlaggesichtige Erkunder, den die Chefwissenschaftlerin erwartet? Ich habe so das Gefühl, dass du das sein könntest. Ja, nur weil mein Gesicht wie ein Umschlag aussieht, wahrscheinlich. Du darfst gerne ein Weilchen bleiben und unsere preisgekrönte Rezeption bewundern. Oder möchtest du jetzt das Labor betreten? Ja, möchte ich. Ja, Ma'am, der komische Besuch ist hier genau wie beschrieben. Fantastisch. Bitte sofort runter in mein Büro schicken. Natürlich, Ma'am. Bitte gut festhalten. Wir betreten in Kürze die Sogport-Labore. Sogport-Labore. Was geht hier ab? Wir arbeiten Tag und Nacht daran, die Formel aufzustellen, mit der wir das Loch im Himmel erklären können. Und natürlich gibt es da noch das geheime Controller-Projekt. Aber das hast du nicht von mir erfahren. Blaue Kiste. Die Chefwissenschaftlerin glaubt fest daran, dass Mode und Fortschritt Hand in Hand gehen. Ich soll einen revolutionären neuen Look entwerfen, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Hast du Ideen?
Nein, neuen Look. Der Drei-Knöpfe-Look. Und... Oh. Ja. Oh, dieser neue Stil wird bestimmt revolutionäre Ideen inspirieren. Dankeschön. So, wo ist denn jetzt die... Ah, oh, hier ist noch eine Kiste. Ich habe ein Logo entworfen, das unser Labor im ganzen Land berühmt machen wird. Warum siehst du mich so an? Glaubst du, du kannst es besser? Ach, entwerfe ein Logo für das Labor.